Jommei, was sehen wir da? Eine Weltraumkirche. Meine Fresse. Was für ein Riesending. Und zwar kam jemand auf die Idee, eine riesen Weltraumkirche zu bauen. Das Ding hat so viel Details bzw. Klötzchen, dass meine Rechner richtig in die Knie geht, wenn ich das Objekt näher anfliege. Wir gucken uns das Ganze gleich mal von innen an. Von außen, ja gut, sieht es jetzt nicht so spektakel aus. Also ist jetzt, ja. Ja, ein Riesenobjekt halt. Ja, für die ganzen Religiösen unter euch ist das natürlich eine super Kirche mitten im Weltraum. Wenn das Spiel mal fertig wird und tausende von Leute dann hier im Weltraum ihr Unwesen treiben, können sie vorher alle hier die Kirche mieten, dann kommt das Ding angeflogen, eine Runde beten vor dem Kampf und dann hü. Ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Ein Cockpit? Gibt's doch gar nicht. Gut. Ich habe ja erst gedacht, naja gut, wenn ich hier reingehe, das wird's gewesen sein. Aber das ist nur der Versammlungsraum. Der Bauer wusste schon ganz genau, dass wahrscheinlich dann später so 100.000 Leute dann hier reinpassen. Boah, wie heftig ist das denn, ey? Sehr cool gemacht hier mit dem Lichtspielchen, mit dem Mond vor uns und dann wie das Licht hier quasi in den Raum einfällt. Hat schon was. Die ganzen Fenster hier. Ich hätte ja eigentlich mal Bock, in so ein Schiff zu bauen, so ein etwas größeres und dann volles Mett so in die Seite reinfliegen. Einfach mal den Schaden mal angucken. Vielleicht mache ich das nochmal. Mal gucken. Gut, hier ist das Podest. Morgen früh um 7 wird zurückgeschossen. Keiner da, das hört. Schade. Gut. Gucken wir uns das Ding mal hier weiter unten an. Ich kann mich immer nicht entscheiden, immer wo ich lang gehen soll. Links, rechts. Oben, unten. Also hier haben wir die Quartiere. Was ist das denn? Soll das Cockpit sein jetzt? Mal reingehen. Ja, da sieht man ja relativ viel. Gut. Suchen wir uns eine andere Position. Ich weiß gerade nicht wieso, aber ich ging gerade ganz schön. Hä? Was ist das? Ich gehe hier in Slow Motion, aber warum? Düm, düm, düm. Warum gehe ich jetzt zeitlupenmäßig? Kann mir das jemand erklären? Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Komisch. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was es sein könnte. Ich weiß es nicht.
Ich war ja gerade im Cockpit. Es könnte auch gut möglich sein, dass sich das Schiff noch irgendwie bewegt. Ich werde mir mal hier ein Löchlein machen und mal rausgehen. Mal gucken, ob es gleich besser wird. Mein Jetpack ist an. Aber Junge, 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 das ist echt ein Riesenteil, ey. Guckt euch das mal an. Alter Falter. Irgend so ein Schiff so richtig volle Kalotte da reinbrettern. Scheiße, gibt es irgendwie so eine Zeitlupentaste? Das gibt's doch gar nicht. So, ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgespielt. Ich kann mir immer noch nicht erklären, was da los ist. Ich habe mir gerade hier ein Loch reingebuddelt in das Schiff. Ja, hier sehen wir jetzt schon Triebwerke versteckt. Natürlich einige von den Riesenkloppern. Boah, das gibt's doch gar nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mehr bewegen. Was ist das für ein Rotz? Ich glaube, ich werde jetzt erst einmal kurz das Video hier unterbrechen. Starte das Game neu und mache dann eine zweite Aufnahme von dem Riesenobjekt. Dann können wir uns das dann genauer angucken, mal wie es von innen aussieht. Also bis gleich.